Hallo meine Freunde, also der erste Mal wieder weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Heute reagieren wir auf YouTube Kacke Polly Piepmatt. Oh, super, schön. Irgendwas sagt mir der Name, aber ich weiß nicht was. Pepperschmutz. Ich hasse euch beide, ganz egal ob schwarz oder weiß, ihr elenden Wichser. Polly Piep. Fahr schneller. Pepper und ihre Familie besuchen hässliche Oma Wun. Oh, meine Kleinen. Kommt her. Alter, das ist die Jugend von heute, ne? Das ist die Jugend von heute. Wenn ich mir das da draußen angucke, anstatt guten Morgen, sagen die, fick dich. Ja, sagst du ja, guten Morgen, Jugend, ne? Mit der Kippe in der Hand, stehen irgendwo in der Ecke, ne? Müssen sich dann noch was reinpfeffern mit der Spritze. Ne, natürlich alles nur Medikamente, wichtige Medikamente. Und sagst, hey, wie geht's euch? Also, fick dich. Ja, das ist die Jugend von heute. Nein, wir haben was für euch. Also, ein Problem erklären, dann komm ich runter. Dies ist unser Papagei. Wir nennen ihn Polly. Polly, braves Mädchen. Ist jetzt hier wirklich Stress oder was? Bin gleich wieder. Mama, warum spricht Polly alles nach, was Oma sagt? Ist dir nicht passt? Bleib. Weil Polly keine eigene Meinung hat. Ganz einfach, Polly hat keine eigene Meinung. Der kann nur das nachlabern, was die anderen sagen, ne? Ist einfach so. Das sind die richtigen, weißt du, die keine eigene Meinung haben, sagen immer, ja, ich hab da eigene Meinung, ne? Aber wenn man mal fragt, was ist denn deine Meinung? Ja, das, was die anderen gesagt haben. Ja, das ist der Grund. Da, wo der Pfeffer weg ist. Nicht, weil es ein Papagei ist. Ich bin in einem verfickten Cartoon! Peppa, George, schau. Hallo? Eine hochnäsige Schlampe. Peppa überlegt, was sie Polly socken gehen. Grüß dich, du Hurensohn! Lass dich mal am Arsch lecken, wenn ich mich geschissen hab! Das ist die beste Stunde des Tages. Polly ist so ein. Auf Wiedersehen, Peppa. Auf. Auf Wiedersehen, Oma Wurz. Auf Wiedersehen, Opa Wurz. Einfach mal Fresse halten. Ja, das war das Beste. Blöde kann bleiben, wo sie will. Ich will meine Mama wieder sofort hierher haben. Alles andere kann ich mal am Hintern. Du riechst wie ein Pferdekadaver, du brennendes Arschloch. Aber ey, so ein Papagei ist halt übelst cool, ne? Den würde ich dann voll gerne mitnehmen. Da kann man immer sagen, das war ich nicht. Das war mein Papagei. Das war ich nicht. Das hat mein Papagei gesagt. Ist halt nur dann die Frage, ja, woher hatte die Wörter, ne? Das musst du dann erstmal erklären. Verpiss dich, du Hurensohn! Du meine Güte! Ja, also ein Papagei hätte ich auch gerne, ne? Ist halt natürlich doof, ne? Der Papagei hat halt keine eigene Meinung, ne? Aber den würde ich gerne mal unterwegs mitnehmen, ne? Der sagt halt das, was ich dann denke. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, ne? Da kann man immer sagen, ne, ich war's nie. Es tut mir leid, aber ich würde sowas nie sagen, das war mein Papagei. Wenden Sie sich bitte an meinen Papagei. Ho, mein Papagei würde ordentlich viele Anzeigen kassieren, ne? Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Grüße gehen übrigens raus. Lasst Watchtime da, lasst eure getragenen Unterhosen da, lasst vor allen Dingen Likes da, lasst Abos da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.